Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Und jetzt gehen wir zu Visemir und sagen ihm, wo Jennifer ist. Was ist hier los? Warum sind hier so viele Banditen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Visemir? Jennifer ist in Visemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Gut. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Gerne doch. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn Lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Oh, verdammt. Komm schon. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Es war aber nicht unsere Schuld. Sie wollten Streit. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Hallo? Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Hallo, schöne Frau. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber
Ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Warum so eilig? Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was er dir wohl geboten hat? Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Das macht die wilde Jagd hier. Und warum sind sie hinter uns her? Oder sind sie hinter Yennefer her? Ach du Scheiße, was ist hier los? Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen.
Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ich habe ihn verschont, er ist entkommen. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Bergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich habe Flotsam mit Vernon Roche verlassen. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Er musste Triss retten. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich weiß, das ist alles vom Witcher 2, aber verdammt, das ist lange her. Sheila ist entkommen. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Ist die Allianz noch am Leben? Was ist aus Leto geworden? Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so?
Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Eieiei. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Alle Farben, sofern es schwarz ist? Oder, nein, wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Wenn es sein muss. Aber zuerst wird hier ein bisschen, ja, nennen wir es mal. Nein, ach das. Das. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt eine Lesefolge machen. Aufnehmen. Gut. Parfüm. Sonst noch was? Ja. Gnomische Scherze. Ups. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja, wirklich ein... Ups. Ha, sollst du aufnehmen. Bärenfell. Und weiter und so fort. Gut. Was haben wir hier? Also, sehr viel zum Lesen. Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Was auch immer das ist. Ein Becher. Mhm. Ein weiteres Buch. Fläschchen und Blumen. Ein okay. Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja. Also, Geralt hat überall starke Narben. Nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme den da. Alles nehmen und jetzt anziehen. Das, das und das. Ich wollte sehen, ob er etwas drunter angezogen hat oder nicht. Ja, damit... Ja, das ist nicht allzu peinlich. Die anderen sind... Ja, ich weiß nicht. Nicht ganz mein Fall. Etwas eng in der Taille, aber es wird gehen. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Schätze schon. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard.
Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Hat die rechte Arm war auf der Brust. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Ach du Scheiße. Komme er mit mir. Ja, ich komme. Ich bin direkt hinter dir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi ep art kerser, deitwen adan in karn ep morvut, em hier war em reis. Verneiden. Nicht verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien namin wat gern wavort. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Sie ist zurück? Ist das sicher? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich tue es nur für Ciri. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Also, Ciri sieht da auf dem Bild extrem unglücklich aus. Eieiei. Die Arme. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an dem Tag. Werden. Und es ist Karl Estate für Karl Edmund. Was? Weißt du, mit wem du redest? Okay. Soldat?
Ich bin Herevar der Zweite. Ups. Christian S. war in Novigrad. Ach, das Scheiße. Arztlieden in Enekt. Das ist ein SSAO an Nen Fahre. Okay. Set Ategane. En Kaland Nes a Evalue Saor. Eb Toussaint. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität. Wie schwierig sie zu bewahren ist. Das weiß ich recht gut. Das weiß ich auch recht gut. Würdest du erklären? Das ändert sich nie. Ich versuche, mich aus den Dingen rauszuhalten und dann kommt ein dringlicher Ruf und ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Mhm. Warum hat er dich hergerufen? Also, weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Mhm. Ein paar Mummenmenschen. Leb wohl. Bis dann. Ja, bis bald. Ist es nicht eilig, die Zauberin zu sehen? Ich komme. Es war Derf? Evelien, Katat, Vegledivin. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Das tut mir leid, Kämmerer. Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Wir bedürfen keiner Herren-Eskorte. Ja, ich komme. Tut mir leid. Ich will dich nicht noch mehr Ärger bereiten. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja. Nochmal, tut mir leid. Ich verneige mich sonst von niemandem. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In drei Ausfertigungen. Warum in drei Ausfertigungen? Aber... Ein Wedimir. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Mhm. Der sagt nichts. Mit dann Schwert gegen Hexer. Oder Hexen. Was haben wir dort drüben? Einfach alles aufsammeln und dann reden wir mit Yennefer. Die süße Yennefer. Nein. Ich wollte noch aufsammeln. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau. So sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Ja, wirklich süß. Ja, ganz erwachsen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt.
Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Was will die wilde Jagd von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Wo wurde Ciri denn gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Zeit. Ah, warum hast du mich nicht kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Ach, Herz allerliebst. Und mit diesem Kuss beenden wir diese Folge. Ciao Leute, bis zum... Wow. Ach du Scheiße. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.